Ich wurde heute Morgen von einem Panzer geweckt. Lass liegen, lass liegen, lass liegen, lass liegen bleiben. Runter lag ein Mann, der seine Hand nach uns streckt. Doch wir haben keinen Platz zu bieten. Lass liegen. Das, was gerade im Dannröder Wald passiert, das ist eine Katastrophe. Und zwar auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und zwar ist das natürlich einmal die Realität der Klimakrise. Als damals beschlossen wurde, dass die Autobahn gebaut wird und der Wald gerodet wird, da war die Klimakrise noch kein Thema. Aber die Entscheidungen von damals, die sollen jetzt immer noch gelten. Da ist keine Bereitschaft, das zu überdenken. Und das kann nicht sein. Es gibt Studien, die zeigen, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen noch einhalten wollen, dann müssen wir bestehende Verträge verändern oder aufkündigen. Dann müssen wir das, was wir bisher kennen und das, was wir bis jetzt geplant haben, so radikal umstürzen, wie wir es uns wahrscheinlich fast nicht vorstellen können. Aber das Ding ist auch, dass wir mittlerweile wissen, dass das geht. Wenn wir jetzt radikal handeln, dann können wir diese Krise eindämmen. Wir sehen allerdings gerade in Hessen im Dannröder Wald, dass eine Bereitschaft zur Veränderung nicht da ist. Und das sehen wir auch daran, wie radikal dort gerade von Seiten der Ministerien und der Polizei durchgegriffen wird. Und das ist eine weitere Ebene, auf der dieser Einsatz so unverantwortlich ist, wie man es sich überhaupt nur vorstellen kann. Inmitten einer Corona-Pandemie, inmitten eines Virus, das uns alle bedroht, während alle ihr Leben einschränken müssen, sind dort tausende PolizistInnen jeden Tag, um die Menschen zu räumen. Das stellt nicht nur ein riesiges Risiko für uns dar, wenn wir uns darüber nachdenken, wie unsere Zukunft, wie das Leben von Menschen jetzt in anderen Teilen der Welt bedroht ist, sondern es stellt auch ein Risiko für uns dar, wenn wir uns anschauen, wie Infektionszahlen weiterhin in die Höhe schießen. Wir sagen, die Räumung im Dannröder Wald muss gestoppt werden. Dieser Wald darf nicht gerodet werden. Danny, bleib!